Willkommen zum Zimmerduell Runde 2, heute mit Claudio Pizarro und Niklas Füllkrug. Wer ist besser mit dem schwachen Fuß? Eila. Was ist das für eine Frage? Punkt für euch. Oh, Selbstvertrauen. Nur aus Respekt. Wer von euch beiden drückt denn mehr beim Bankdrücken? Ja, wie soll ich das wissen, ey? Du kannst auch einschätzen. Ja. Zeigst du? Punkt für euch. Sehr gut. Wer hat denn die schönere Frisur? Ja, das. Nächster Punkt. Sehr gut. Der Pizza ist Legende bei Frisuren. Wieder Respekt. Nein, allgemein. Du bist Legende, wenn es um Frisuren geht. Wer hat denn das hübschere Lächeln? Boah, das ist klar. Pizza, hä? Brauchst du nicht überlegen. Na, ich muss überlegen. Was? Kein Punkt. Ey, guck mal mich jetzt an. Stimmt, ey. Das wollte ich machen. Leider zu spät. Ey. Eine gemeine Frage, wir stellen sie trotzdem. Wer hat denn die hübschere Frau? Boah, ich kenne sie einfach. Also da können wir ja gar keinen Punkt machen. Ja. Das ist das. Weil, weißt du, was da zu Hause los ist? Ja. Diese Frage stellen wir allen. Ja, gut, dann. Sehr gut. Richtige Antwort, aber kein Punkt. Ja. Okay. Ja. Nehmen wir in Kauf. Ich hoffe, meine Frau sieht das. Wer von euch beiden guckt denn mehr Werder TV? Ich würde mal so tippen. Kein Punkt. Ich schaue schon regelmäßig. Ja, ich auch ein bisschen. Naja. Der Punkt ist bei uns im Herzen und bei euch auch. Also danke dafür, aber es gibt trotzdem keinen. Wer hat denn den besseren Humor? Der andere ist dann scheiße, oder wie? Was ist das? Nö. Aber man kann ja lustiger sein oder den besseren Humor haben. Ich glaube, wir sind beide lustig, aber. Keine Ahnung, was ist das denn? Punkt für euch! Ja, ich habe auch Pizza gesehen. Wer hat denn den geileren Instagram-Account? Der nächste Punkt für euch. Wie viele Follower hast du? Ich habe keine Ahnung, wie viele Follower habe ich. 100. Viele, ne? 180, 90. Ich sehe immer nur Pizza, ist immer aktiv. Ich sehe immer Story. Aber jetzt war deine Story ein bisschen komisch jetzt. Immer so abgehackt, als du das ist zu Hause warst. Weil ich ein Blackberry habe. Ja. Immer noch. Das will ich. Ich könnte mich nochmal austauschen. Hast du deine Follower nicht so gut unterhalten jetzt? Ich habe mir den ganzen die Tag schreiben zu mir immer und dachte mir, Pizza. Was war Pizza heute? Und dann gucke ich und dann sehe ich so ein Kauf abgehacktes neue Video. Handy. Kauf ein neues Handy. Nein, meine ich. Noch nicht. Wer hat von euch beiden den besseren Musikgeschmack? Ja, aber wie sollen wir das wissen, ne? Sag was. Hilfen sind hier nicht erlaubt. Ja. Du kannst raten. Ich rate nicht. Jetzt. Kein Punkt. Ja. Aber ist gut. Dein Geschmack gefällt dir und meine es ist normal. Ja. Danke dir. Besser als andersrum. Die Frage. Ja. So viele Punkte können wir nicht machen mit solchen Fragen. Wer kann denn mehr Instrumente spielen? Ja, dann muss ich jetzt immer so machen. Wieder kein Punkt. Boah. Ich kann, ja, ich kann gar nichts. Ich kann ein bisschen Gitarre spielen. Ja, das ist sehr viel. Ich kann mit Rafinha immer zusammen. Ja, der spielt, aber ich tanze. ich kann nicht spielen. Sagt er.
Eine Alltagsfrage, die könnt ihr beantworten. Wer geht denn abends früher ins Bett? Hier im Trainingslager. Punkt für euch. Ja, natürlich. Ich bin alt. Ich muss früh ins Bett. Ja, Pizza muss ich dann auch mal von dem ganzen Stress erholen. Aber es wird sich bei mir ändern. Wenn meine kleine Tochter da ist, werde ich wahrscheinlich auch früh ins Bett gehen. Im Trainingslager zumindest. Wer bleibt denn bislang länger am Buffet sitzen? Am Tisch, am Essen. Ja, genau. Also Kaffee trinken inklusive. Ja. Kein Punkt. Ja. Ich bin auch immer, ich sitze auch immer viel, du auch. Ich wusste jetzt nicht. Wir sind nicht am gleichen Tisch, das ist ja. Also ich kann sagen, ihr kennt euch nicht so gut wie Stephanos und Davy. Ja. Stephanos und Davy, ja. Die beide. Wer lacht denn mehr im Trainingslager? Boah, wir lachen beide viel. Im Moment nicht. Ja, wir sind ja beide fröhlich hier, oder? Auch, ja. Wir haben euch auch so kennengelernt, das schätzen wir auch sehr an euch. Aber im Trainingslager? Ja, denk mal dran, wer bei uns am Tisch ist und dann überleg, welche Farbe du nimmst. Oh. Punkt für euch! Ja, genau. Kaffee. Genau, ja. Erzählt die ganze Zeit ja. Scheiße, das ist so lustig. Modetiste hier nur am. Ein Insider. Wer von euch beiden ist denn der bessere Tischtennisspieler? Mann, ey. Kann er ja auch nicht wissen. Er war ja noch gar nicht da die ersten Tage in der Kabine. Ja. Punkt für euch. Wir nehmen diese versteckten Botschaften einfach gar nicht zur Kenntnis. Lücke, das ist so ein bisschen wohlwollend, weil die Fragen so gemein sind. Einfach provozieren. Ja. Wer ist denn der bessere Kopfballspieler von euch beiden? Kein Punkt. Das Einzige, was ich kann. Ja, wir sind Stürmer, wir sind Egoist, wir haben viel Selbstvertrauen. Sehr gut. Okay. Wer von euch beiden mag denn den jeweils anderen lieber? Das würde ich schon so sagen. Ah, warte, was ist jetzt die... Nochmal wer mag Frage? Den anderen lieber? Also wenn du Claudio mehr magst als er dich, sagst du grün. Okay. Wenn du glaubst, dass Claudio dich mehr mag als du ihn, sagst du weiß. Andersrum für dich. Also einer schläft unglücklich ein. Nee, nicht zwingend. Habt ihr die Frage verstanden? Ja. Ja. Kein Punkt. Wirklich? Hey, ja Claudio, du warst mein Vorbild, als ich damals hochgekommen bin. Nein, das wollte ich so machen. Ja, war mein Fehler. Hat ihm. Immer beobachtet alles. Ja, stimmt. Wer besitzt denn von euch beiden mehr Sonnenbrillen? Oh, das würde ich so machen. Sonnenbrillen? Ich habe schon ein paar, muss ich sagen. Das ist ein Punkt für euch. Du lebst auch Sonnenland, kommst du her. Wer hat in diesem Trainingslager denn bislang mehr Tore geschossen? Aber ganz sicher. Ja, aber ganz sicher. Ja. Punkt für euch. Ich habe nur gelaufen bis jetzt. Ich habe noch keinen Ball. Du hast vorhin mitgespielt. Wer sitzt denn öfter am Handy? Huh. Kein Punkt. Ja, habe ich mir gedacht. Ich bin nicht so viel am Handy, aber ich hätte auch gedacht, dass du, ja. So, die Frage aller Fragen. Wer ist denn der Boss? Der Patron. Ihr wart leider nicht so gut wie Davy und Stephanos. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.